So, hallo und herzlich willkommen zu den Fototagen bei Fotokoch, die ersten in diesem Jahr. Schön, dass schon einige da sind hier, ich hoffe online tatsächlich auch. Das Wochenende erwartet uns auch ein wirklich buntes Programm mit noch vielen Messedeals. Wir haben hier einige interessante Aussteller noch vor Ort. Da können Sie sich gerne auch noch mal umschauen. Wir haben kostenlosen Clean and Check. Fotowalks natürlich und eben auch als Highlight sozusagen mit auch unsere Livestreams und Live-Shootings. Da haben wir heute den Frank zu Gast. Hallo Frank, schön, Hallo, dass du da bist. grüß dich. Und ja, für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch ein bisschen was noch über dich und was uns heute erwartet gerne. Okay, dann übernehme ich mal so. Ne? Ja. Hallo, mein Name ist Frank Jurisch. Ich freue mich, heute hier zu sein. Grüße alle, auch die, die zu Hause jetzt vielleicht zugucken. Ich bin Studiofotograf aus Oberhausen, hatte diesmal einen sehr kurzen Anreiseweg gehabt, das ist ja auch mal schön. Und ich möchte heute so ein bisschen was zeigen von dem, wie ich fotografiere, weil ich finde es unheimlich spannend, für mich auch irgendwie andere Fotografen bei der Arbeit mal zuzugucken, weil es gibt dann immer neue Impulse, mal was Neues auszuprobieren. Ne? Und darum geht es mir halt, um so Mehrwert zu schaffen, sodass man was mitnimmt, um mal einen neuen Ansatz zu sehen oder einfach mal was auszuprobieren. So. Ich habe heute auch ein Modell bei, das ist die Helena. So, die wird uns heute ein bisschen begleiten. Ich werde ein bisschen was über mich und meine Arbeit erzählen, auch was ich so an Objektive benutze, wie ich an Sachen rangehe, wie ich ein Shooting plane. Und dann werden wir so ein paar Sachen umsetzen. Es ist eine sehr außergewöhnliche Bedingung hier. Also normalerweise bin ich im Studio, da habe ich sehr kontrolliertes Licht, zwar auch Tageslicht, aber hier sind wir quasi in einem Lichtkäfig. Das gibt es heute so ein bisschen irgendwie mit einfließen zu lassen. Ich habe das schon mal gemacht irgendwie. Das kann man auch mit Dauerlicht machen, denn ich bin ein Dauerlichtfotograf und will euch da so ein paar Ansätze mal zeigen. Ja, wie man hier vielleicht auf den Monitoren schön sieht, ist so ein bisschen mein Portfolio. Das sind natürlich meine Lieblingsbilder. Ne? Ich muss immer dabei sagen, ich glaube, so ziemlich jeder Fotograf produziert auch relativ viel Bilder, die er nachher nicht ins Portfolio mit einfließen lassen möchte. Und ich finde, das was blendet auch immer so ein bisschen, weil man sieht wirklich nur die besten Werke des Fotografen. Ich muss auch sagen, ich fotografiere auch ziemlich viel Mist. Der landet halt dann nicht im Internet. Ne? Hier sieht man einfach mal so ein paar Sachen. Man sieht halt so sehr kontrastreich, sehr bunt. Ich habe mich so ein bisschen der Kreativität Fotografie verschrieben. Ich habe da irgendwie unheimlichen Spaß dran, irgendwie mit kräftigen Farben zu arbeiten, irgendwie sehr kontrastreich irgendwie und ein bisschen plakativ halt auch das Ganze zu gestalten. Und so habe ich für mich meine Fotografie gefunden. Da hat jeder irgendwie so andere Ansätze und ich finde es auch vollkommen legitim, dass so dass es so eine riesengroße Bandbreite auch an Fotografie gibt und ich finde, für jeden gibt es auch irgendwie so ein passendes Gegenstück. Also es gibt auch Fotografie, die gefällt mir nicht. Dafür gefallen andere Leute die Fotografie wieder. So zieht sich das irgendwie so durch. Und ich finde, so sollte auch jeder seiner Linie treu bleiben. Ne? Wie gesagt, so, das ist so ein bisschen das Portfolio, was ich habe. Grundsätzlich ist es so, dass wenn ich im Studio arbeite, habe ich erstmal eine leere Wand. Die ist meistens in der Regel weiß. Ich habe halt auch so ein paar marmorierte Hintergründe, aber grundsätzlich arbeite ich ganz gerne auf weiß und versuche mir den Hintergrund irgendwie so zu gestalten, dass er aufgefüllt mit irgendwas Interessantes. Das hat natürlich auch mehrere Ansätze, die man erfahren kann. Man kann zum Beispiel sagen, ich mache ein sehr schlichtes Porträt und gucke, dass ich mit dem Modell etwas erarbeite, was das ganze Bild trägt. Ich kann aber auch genauso gut hingehen und sagen, ich lasse bestimmte Farben sprechen, lasse bestimmte Kontraste sprechen, versuche mit Lichteffekten, mit Licht und Schatten das Bild so zu gestalten, dass es was Interessantes bei rauskommt. Ja. Ich möchte dazu einmal zeigen, wie ich zum Beispiel so generell an so ein Shooting rangehe, indem ich mir jetzt mal so ein Moodboard zur Hand nehme. Ich erstelle im Grunde genommen zu jedem Shooting ein Moodboard. Das hat wirklich den Hintergrund irgendwie, dass ich versuche, eine leere Wand zu füllen und nicht immer in diese gleichen Muster reinzufallen. Ich sammle mir ganz viele Bilder im Internet. Das jetzt ein Großteil ist von mir, sind aber auch von anderen Leuten aus dem Internet zusammengesammelt.
Es geht sich darum, wirklich mal neue Ansätze auszuprobieren. Ne? Dann gefällt mir bei dem einen zum Beispiel das Lichtsetup, dann ist da vielleicht ein Make-up, was interessant ist, was ich mal umsetzen möchte. Und so ist es quasi ein Potpourri, was nachher entsteht. Und man hat irgendwie, man verliert sich nicht immer so in diese gleichen Strukturen, die man vielleicht sich dann irgendwie mal angeeignet hat. Wir haben heute im Endeffekt zwei Slots. Der erste Slot, der soll so ein bisschen darauf eingehen, wie kann man mit wirklich sehr, sehr wenig Equipment minimalistisch arbeiten und da schon auch ein paar schöne Sachen erreichen. Und der zweite Part, der dann eine halbe Stunde später nach dem ersten Part kommt, der geht sich speziell um die Schwarz-Weiß-Fotografie und da, wie ich da zum Beispiel die Looks auch am Rechner da finde. Und ich werde auch die ganze Zeit jetzt in Computer shooten, dann könnt ihr auch sehen, so was dabei rauskommt. Und ihr dürft gerne auch Fragen zwischendurch stellen, ne? Einfach in den Raum reinhauen. Ich greife die gerne auch. Auch die Leute, die zu Hause vielleicht das im Stream Genau. zugucken, Wir können bekommen gerne alle Fragen irgendwie. weitergeleitet, also auch gerne im Nachgang nochmal, falls da noch was sein sollte. Der Stream wird auch aufgezeichnet, das heißt, da besteht auch nochmal die Möglichkeit, die Kommentarfunktion zu nutzen. Wir versuchen da alles wirklich zu beantworten. Ja, schön. Hier sieht man quasi das Moodboard. Das ist wirklich so ein Potpourri. Ich werde mir so ein paar Sachen rausziehen. Das heißt auch nicht, dass ich immer bei so einem Moodboard alles irgendwie umsetzen möchte. Mir hilft es einfach, mit irgendwas anzufangen. So, deswegen ist das sehr gemischt. Ist auch vielleicht ganz, ganz gut, sowas einfach mal zusammenzustellen. Wenn man mit Make-up-Artist zusammenarbeitet zum Beispiel, dann weiß der auch direkt, um was es geht. Das Modell weiß direkt, was es mitbringen soll. Hat schon mal so ein Feeling für das Shooting. Und so finde ich, ist da mit jedem geholfen. Das ist ein schöner Ansatz, den ich mir irgendwann mal angewohnt habe und den ich irgendwie konsequent durchziehe. Zu dem Equipment, was ich so generell benutze. Wie man vielleicht sieht, ich bin für Sigma auch heute hier tätig. Ich habe vor langer Zeit mit Canon angefangen, bin jetzt zu Sony gewechselt und hatte damals irgendwie, als die ersten Sigma Art Objektive rausgekommen sind, habe ich da so ein bisschen Gefallen dran gefunden und ich bin dieser Linie treu geblieben, weil es sind einfach tolle Objektive. Ne? Habe mich in den letzten 5 bis 10 Jahren eigentlich so ein bisschen darauf fokussiert, nur noch mit Festbrennweiten zu arbeiten. Habe da so einen Sweet Spot. Im Studio brauche ich keinen Weitwinkel. Ich arbeite auch nicht so gerne mit langen Telebrennweiten. Zum einen, weil es so eine gestauchte Perspektive gibt und zum anderen, weil ich auch gerne mit dem Modell irgendwie ein bisschen agiere. Und wenn ich dann 5 Meter entfernt stehe, dann muss ich halt rufen, das ist auch irgendwie nicht so schön. Deswegen, ich habe so einen bestimmten Arbeitsabstand, ich sag mal so 1,50 Meter, 2 Meter finde ich super angenehm. Das sind halt so ein paar Brennweiten, Festbrennweiten, die spielen mir genau da rein. Ich habe jetzt hier drauf ein 85 mm. Ich benutze sehr, sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne das 50 mm. Und ich glaube, bei einem 105 mm ist, glaube ich, auch schon wieder das Limit erreicht, was ich so an Objektiven habe. Es gibt zwar noch so ein paar Weitwinkel, die ich benutze, aber das eher so, wenn es mal in Richtung Fotografie im Außenbereich geht, dann brauche ich sowas noch, aber im Studio wirklich, ich sage mal 50 mm, 85 bis 100 mm, das ist bei mir ein Ende. Aktuell fotografiere ich viel mit der Vollformat. Ich benutze aber auch sehr, sehr gerne und sehr oft oder habe viel mit der Cropkamera fotografiert. Die sind mittlerweile auf so einem hohen Level an Abbildungsleistung, dass sie sich gar nicht mehr so viel tun von unterm Strich. Wenn ich jetzt die Kamera Vollformat 85 mm nehme und nehme dagegen eine Crop-Kamera mit 56 mm, 1,8er Blende, 1,4er Blende, habe ich fast den gleichen Look. Die ist vielleicht noch ein bisschen ISO stärker, aber da tut sich gar nicht viel. Und Sigma hat auch für diese Crop-Kameras ein sehr, sehr schönes Portfolio an sehr offenblendigen Festbrennweiten. Das ist zum Beispiel auch eine 1,4er Linse und die haben auch ein ganzes Sortiment davon. Wie gesagt, heute werde ich mich im Bereich irgendwie 85, 50 mm aufhalten. Ich glaube, ich werde das 50 mm auch schon mal drauf machen. So. Und wird dann vielleicht jetzt auch mal so die ersten Sachen schon mal zeigen. Licht. Wir haben jetzt hier Godox Dauerlichtleuchten. Ich habe ursprünglich auch mit Blitzen gearbeitet. Und seit die auf den Markt gekommen sind, das ist mittlerweile auch schon so 5, 6, 7 Jahre her, als die ersten Sachen auf den Markt gekommen sind, ich fand die interessant und wollte es einfach mal ausprobieren, weil es einfach so was anderes mal ist, was Frisches. Ne? Und das war auch gerade die Zeit, wo die spiegellosen Kameras so wirklich auf dem Markt vorgeprescht sind. Und gerade die Kombination aus Dauerlicht und spiegellos, wo ich wirklich im Sucher direkt das fertige Bild im Endeffekt schon sehe, das ist so, die Lernkurve ist da unheimlich steil. Ne?
Ich arbeite damit, ich sehe sofort irgendwie im Sucher, irgendwie wie sieht das fertige Bild aus, kann direkt irgendwie was korrigieren. Und das ist ein ganz einfaches Arbeiten, was auch gerade bei Workshops oftmals den Leuten auch die Augen öffnet. Ich brauche gar nicht so eine komplizierte Technik, ich kann auch so mit einfachen Sachen was machen. Ne? Wir haben jetzt hier Geräte von Godox, hier haben wir ein 300 Watt Gerät, hier hinten noch ein 600 Watt Gerät. Das sind jetzt sehr starke Geräte. Ich habe im Studio gar nicht solche starken Geräte, ich habe 200 Watt als Maximum. Das reicht vollkommen aus. Man muss auch immer bedenken, Dauerlicht ist halt auch anstrengend für die Augen. Wenn ich jetzt 600 Watt voll aufdrehe, auf ein Modell gerichtet, wenn es keine riesen Softbox ist, das kann schon anstrengend werden. Man muss auch immer bei Dauerlicht so ein bisschen erfragen, ob es noch angenehm ist für das Modell. Weil es kann auch dann, gerade wenn man es mehrere Stunden lang im Einsatz hat, kann es anstrengend für die Augen sein. Ist bei Blitz auch nicht ganz anders, weil das ist auch anstrengend für die Augen, aber so gerade irgendwie, weil man die Augen auch offen lassen muss, finde ich jetzt immer. Muss man immer ein bisschen erfragen, ob es okay ist. Was ich auch mal den Modellen sage, niemals ins Licht reingucken, weil sonst sieht man erstmal wieder so ein paar Flecken. Ist ja auch nicht so, dass man irgendwie draußen im Hochsommer als erstes mal in die Sonne guckt. Ne? Man kennt den Effekt. Also bitte nicht ins Licht gucken. So. Das sind jetzt Lampen, die müssten eigentlich auch ein Bowens-Bajonett haben. Das heißt, es gibt auch unheimlich viele Lichtformer, die man drauf machen kann, auch kostengünstig. Ich benutze sehr gerne gar kein Lichtformer drauf. Also im Endeffekt, das kann man auch eins zu eins übernehmen, das, was wir draußen haben, Sonnenlicht. Ne? Also möglichst kleinen Lichtpunkt, möglichst harte Lichter. Denn das Schöne ist irgendwie, alles, was ich hier benutze und in den Lichtweg halte, kann ich quasi als Lichtformer auch benutzen. Und so habe ich halt auch verschiedenste Sachen, die man in den Lichtweg reinhalten kann. Das kann auch wirklich all möglichen Kram sein. Selbst wenn ich hier solche Klemmen nehme und würde sie einfach so mit in den Lichtweg reinhalten, kann ich damit schon einen bestimmten Effekt erzielen und bestimmte Schatten rauskitzeln. Was ich über die Jahre halt sehr, sehr viel benutzt habe, sind solche Schablonen. Ne? Das ist etwas festeres Papier, da kann man sich einfach irgendwelche Muster reinschneiden, mit einem Teppichmesser zum Beispiel, und dann kann man damit das Licht auch formen. Und das ist auch so ganz einfache Mittel, die man theoretisch auch, ich sag mal, im Sonnenlicht auch umsetzen kann. Das muss jetzt nicht unbedingt das Dauerlicht sein, aber diese Ansätze kann man natürlich auch mitnehmen. Man sucht sich vielleicht irgendwo einen idealen Platz irgendwie, wo die Sonne sollte jetzt nicht wirklich von senkrecht kommen, sondern irgendwie vielleicht so 45 Grad von der Seite, von oben. Deswegen kann man das einfach so dann hier nachbauen. Ne? Und wenn ich jetzt quasi hier so was reinhalte als Schablone, kann ich da zum Beispiel auch solche Lichtflecken formen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier sehr, sehr, sehr viel Umgebungslicht. Das heißt, richtige dunkle Schatten sind gar nicht möglich. In der Regel ist es so, dass wenn ich das im Studio benutze und würde jetzt eine Schablone halten, dann habe ich so viel Schwarz auf der Schattenseite, dass ich die eigentlich auch wieder aufhellen muss. Ne? Ich würde jetzt einfach mal eine Kamera schnappen und würde einfach mal jetzt in den Computer reinschießen. Dann zeige ich einmal, wie sowas aussieht. Ich benutze dazu Capture One. Capture One ist eigentlich so die Software, die sich, glaube ich, im Profi-Bereich etabliert hat. Die ist unheimlich sicher, was die Verbindungen mit dem Rechner irgendwie angeht, mit der Kamera. Also man hat da ganz wenig Verbindungsabbrüche. Lightroom macht da, glaube ich, immer noch so ein bisschen mehr Probleme. Wie gesagt, ich bin irgendwann mal zu Capture One umgestiegen, weil es für mich auch von der Bedienung her wesentlich intuitiver ist als Lightroom und bin auch irgendwann dabei geblieben. Man kann für alle, die das mal reinschnuppern wollen in diese Software, man kann Capture One auch umstellen, sodass es wie Lightroom aussieht von der Grundarchitektur. Einfach mal zum zu gucken, ist das vielleicht auch nicht verkehrt. Den Rechner, den ich hier habe, das ist ein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber der ist bestimmt auch schon 6, 7 Jahre alt. Ja, also das muss kein neuer, sehr schneller Rechner sein, um irgendwie damit mit Capture One zu arbeiten. Das ist eine sehr, sehr effiziente Software. Ich will jetzt einfach mal zeigen, ich habe jetzt meine Kamera erstmal vorgestellt, da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein, und würde jetzt einfach mal einen Shot machen. Man sieht, das Bild wird direkt übertragen und ich habe dann schon mal direkt ein Ergebnis. Das dauert so für Übertragungsgeschwindigkeit ungefähr eine Sekunde, bis das Bild da ist und nochmal so eine halbe Sekunde, wenn ich da zum Beispiel ein Preset drauflegen würde, dass das gerendert wird. Ich mache das nämlich zum Beispiel ganz oft, dass ich, wenn ich fotografiere im Studio, ich erstelle mir schon direkt beim Shooting die Farben und das Preset im Endeffekt, so wie der Look nachher sein soll. Und alle Bilder, die darauf folgen, die haben dann genau exakt den Look und ich habe einen anderen Eindruck von dem Ganzen. So, ich würde jetzt einfach mal so ein paar Aufnahmen machen mit der Kamera und dann gucken wir einfach mal, was da rauskommt. So, du kannst einfach ein bisschen für dich posen.
Wenn ich mit Modell arbeite, ich versuche das Modell erstmal etwas anbieten zu lassen. Ne? Helena ist jetzt ein Profi, die kann die ganzen Posen abrufen, aber auch wenn ich jetzt mit Amateuren arbeite, ich gucke erstmal, was bietet mir mein Gegenüber. Ich versuche halt nicht irgendwelche statischen Sachen zu erreichen. So, das haben Sie eine Frage? Ich versuche, ja. Ja. Geh ich jetzt drauf ein. Der Kollege hat gefragt, ISO 100 habe ich voreingestellt, sieht man da. Da gehe ich vielleicht einfach mal auf meine Kameraeinstellungen ein. Es ist so, ich lasse die Kamera abpegeln zwischen ISO und Zeit. Ich habe im Endeffekt die Blende vorgegeben, ne? Und als Stilmittel. Und die Kameras sind ja mittlerweile so, dass die ISO und die Zeit so gegeneinander abpegeln können. Das heißt, ich habe als Minimum eine 250. Sekunde in der Kamera eingestellt. Die Kamera geht nie darunter, einfach um Verwacklungen zu vermeiden. Schneller ist gar kein Problem, da kann sie bis 8000 gehen, kommt sie irgendwie an den Bereich 250. Dann geht erst die ISO dagegen hoch. Und so pegel ich mir das aus. Ist auch wieder ein Punkt, den kann ich mir komplett aus meiner Gedankenwelt rauslassen, weil die Kamera macht das alles selber. Wenn mir jetzt ein Bild zu hell oder zu dunkel vorkommt, weil die Kamera, die sieht ja halt eine bestimmte Helligkeit immer, ne? Mache ich das mit dem Belichtungskorrekturrad. Zum Beispiel, ich sehe jetzt durch den Sucher, okay, die Kamera sagt, ist mir jetzt zu, oder die Kamera nimmt einen Wert, ich finde, es ist zu dunkel, mache ich einfach ein bisschen heller mit der Korrektur. Mache meine Fotos, ich sehe auch direkt im Sucher, was passiert. Das Bild wird einfach nur heller. Ne? Ich muss mir um die ganze Technik gar nicht mehr so eine Gedanken machen. So. Genau, ich mache jetzt einfach mal so ein paar Bilder. Wie gesagt, das mit der Schablone ist so ein bisschen meine Eigenart irgendwie. Man muss das auch, glaube ich, ein bisschen lernen, weil man, wenn die Lichtquelle da ist, muss ich halt so halten und so fotografieren. Aber das geht alles. Okay. Und selbst wenn man dann sowas nimmt wie, ich nehme mal hier kurz, sowas habe ich auch mal ganz gerne im Studio. Das ist so ein Kunstfarn, ne? Der geht auch nicht so schnell kaputt. Den habe ich auch bestimmt schon boah, 4, 5 Jahre im Einsatz. Ne? Hat auch schon sämtliche Taschen mitgemacht. Also kann man sich bei eBay einfach mal kaufen und dann kann man sich auch so ein paar Effekte mit reinbauen, die zumindest das Ganze von dem Licht her ein bisschen auflockern. Ne? Und es gibt vielleicht auch so ein bisschen Sommervibe noch dazu. Ist ja auch ganz schön. Ich würde jetzt einmal kurz eingehen auf meine Farbgestaltung. Hier sehen wir einmal das Bild. Ich will gar nicht so weit in Capture One eingehen, weil da könnte man einen ganzen Workshop drüber halten. Ich will einfach nur einmal so kurz zeigen, was ich da machen würde. Man hat da verschiedene Möglichkeiten, einen Farblook draufzulegen. Ich würde jetzt einfach mal kurz hier in den Reiter Farben reingehen. Bei Capture One ist es ganz schön. Ich habe hier diese drei Farbräder. Da kann ich die Tiefen, die Mittel und die Highlights kann ich einzeln anpacken und kann da so schon mal einen bestimmten Farbdrift reinbringen. Ich würde jetzt einfach, weil wir jetzt so ein bisschen sommerlich quasi dieses Feeling haben, würde ich in den Lichter so ein bisschen Gelb mit reinpacken und in dem Schattenbereich so ein bisschen Blauton. Und man sieht es vielleicht hier auf dem Bild gar nicht so extrem gut, aber wenn man im Studio unter kontrollierten Bedingungen arbeitet, kann man sich sowas richtig schön einstellen und dann hat man schon mal so einen kleinen Farblook. Dann würde ich vielleicht noch irgendwie einmal kurz Anpassungen in die Belichtungen reingehen. Guckt einfach mal diese Standardregler halt. Farbtemperatur würde ich jetzt vielleicht noch sogar ein kleines bisschen wärmer ziehen. Im Endeffekt ist das so, alles, was ich hier eingebe, wird bei dem nächsten Bild direkt automatisch angewendet. Ja, das heißt, ich kümmere mich auch kein bisschen darum, wie ist der Weißabgleich, sondern das mache ich alles quasi direkt im Computer. Die Bilder werden übertragen und werden sofort quasi so passend gerendert. So, dann machen wir noch hier so ein bisschen die Tiefen vielleicht noch anheben, vielleicht noch ein bisschen die Lichter retten, ist auch mal ein bisschen kritisch bei so viel Helligkeit. Und hier unten noch eine Tonwertkorrektur, die ziehe ich meistens so ein bisschen in den Ansatz rein, um einfach noch so ein bisschen mehr Punch im Bild reinzubekommen. So, und dann wird jetzt jedes weitere Bild, was jetzt hier gemacht wird, würde im Endeffekt genau diesen Look jedes Mal sofort draufgerechnet bekommen. Und das finde ich irgendwie im Studio auch super gut, um wirklich dieses Feedback zu haben. Das ist jetzt mal ein ganz anderer Look. Manchmal arbeite ich auch ein bisschen anders. Gerade bei Schwarz-Weiß, wenn ich ein Schwarz-Weiß-Preset drauf mache, dann
dann ist es immer der Punkt, ich sehe die Kontraste anders, wenn ich sie nachher direkt auf dem Bild sehe oder direkt irgendwie mein Preset passender drauf habe. Ich kann dann mal einfach ein Zwischenbild hier nehmen und würde einfach mal eine von diesen, meinen ganzen Bildstilen, die ich irgendwann mal über die Zeit angelegt habe, mal auswählen. Dann sieht man auch, dass die komplett unterschiedlich aussehen, weil die bei Schwarz-Weiß immer wieder in unterschiedliche Hauttöne reingreifen. Und die probiere ich auch ganz gerne mal aus bei dem Shooting. Und manchmal ist es genau das eine, wo dann alles zusammenpasst. Ne? So. Ich würde sagen, ich nehme noch mal so ein paar Sachen, die man auch mit einfließen lassen kann. Prismen. Prismen oder alles, was irgendwie an Lichtstörern ist, finde ich irgendwie interessant. Das muss nicht ein Prisma sein, das kann auch mal irgendwie ein Finger im Bild sein. Ja? Warum nicht, wenn es irgendwie nachher eine Schattierung im Bild gibt? Peter Lindberg hat ja jahrelang mitgearbeitet, Sachen in den Lichtweg reinzuhalten. Warum nicht das auch mal dann auch mit umsetzen? Da kann man alles zusammen einfließen lassen. Ich gucke mal, ob das funktioniert, weil im Endeffekt reflektiert das die Umgebung. Ich weiß nie genau, was da so bei rauskommt. Im Studio sieht es wieder anders aus als in Landschaften, aber wir gucken einfach mal. Ich halte die Sachen auch immer direkt vor das Objektiv und da muss man halt so ein bisschen spielen. Man kann es eben nicht kontrollieren, aber manchmal sind es so interessante Schlieren, die mit reinkommen ins Bild und das ist einfach nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen. Sieht man vielleicht da auch schon ganz gut im Randbereich, dass da einfach nochmal so eine Schattierung mit reinkommt. Ich versuche das mal ein bisschen stärker zu machen. So zum Beispiel, dass man es zumindest auch mal wirklich bewusst sieht. Egal wie ich es drehe, es kommt immer was anderes raus. Man kann es auch nicht wieder gleich reproduzieren. Deswegen einfach mal ausprobieren. Die Dinger kosten nicht viel und sind eigentlich in jeder Tasche immer willkommen. Das Schöne bei Dauerlicht halt ist halt auch, man braucht nicht mehr auf den Blitz zu warten, bis er fertig geladen hat. Ist auch mal sehr praktisch. Ja. Dann gucken wir mal, dass wir noch mal eine Kleinigkeit noch mit dazu nehmen. Genau, farbiges Licht würde ich jetzt noch mal beinehmen. Habe ich im Studio sehr, sehr viel mit. Das ist die Variante mit Farbfilterfolien. Kriegt man im Netz sehr günstig zu kaufen. Das wäre so die einfachste Art und Weise, irgendwie farbiges Licht zu bekommen. Es gibt mittlerweile auch einige LED-Strahler auf dem Markt, die haben RGB-LEDs, auch mit einem Bauernsbajonett. Dann kann man sich quasi genau exakt die Farbe nochmal einstellen. Die ganzen modernen LED-Lampen sind auch in der Regel mit einer App kompatibel. Das heißt, man kann wirklich irgendwie sagen, ich möchte jetzt die Lampe in der Helligkeit haben oder die in der Farbe haben. Das ist auch mittlerweile schön, dass man das alles so einstellen muss, ohne immer wieder oben zu den Lampen hin zu müssen. So. Ich habe jetzt hier so eine Folie drauf und die gibt eine schöne Silhouette. Ich weiß auch nie nachher, wie die Bilder schlussendlich aussehen. Ne? Vielleicht da auch mal noch so als kleinen Behind the Scenes. Ich habe da auch noch mal was rausgezogen von dem letzten Shoot, was in diese Richtung ging. So. Das ist auch unter ähnlichen Bedingungen entstanden, auch in einem Zelt hier vor 2019. Das ist quasi das finale Bild. So sah es aus, als es quasi in den Rechner geschossen wurde. Das ist quasi einfach nur ein Standard ohne irgendwelchen Farblooks. Und im Endeffekt kann man da nochmal, wenn man da so den Unterschied sieht, kann man da nochmal so einiges rausholen. Ich gucke auch, dass ich irgendwo immer den Fokus irgendwo hinziehe. Zum Beispiel hier auch nochmal verstärkt das Auge irgendwie einen leichten Schein reingebracht, dass der Betrachter auch einfach irgendwo dann kleben bleibt. Es passiert bei mir bei der Fotografie relativ viel noch in der Nachbearbeitung. Ne? Die Bilder sehen roh erstmal teilweise auch ein bisschen langweilig aus, aber man kann da auch noch wirklich nachher mit Farblooks und in Photoshop noch einiges rausholen, dass man auch so ein bisschen das Auge und auch einen bestimmten Punkt auch gelenkt wird, dass es vielleicht auch interessant wird. Oder das Bild auch noch aufgefüllt wird mit anderen Elementen, die man vielleicht noch nachher in den Hintergrund reinbaut, ob man Farben noch in den Hintergrund noch ändert. Das kann man ja nachher in der Postproduktion halt auch noch alles schön machen. So, jetzt haben wir so ein bisschen mit der Farbe. Ich glaube, das ist auch ein bisschen zu intensiv, finde ich. Aber wir probieren es einfach mal. Man kann auch ruhig den ganzen Arm einfach nehmen und versuchen, damit Schatten zu werfen. Also man ist nicht jetzt bedingt auf eine bestimmte Lichtformer. 50 mm. Warum ich die vielleicht benutze, möchte ich auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen.
50 mm ist ungefähr das, was wir an perspektivischen Eindruck mit unseren Augen haben. Deswegen finde ich die super interessant, weil sie auch so natürlich ist. Ne? Wenn ich jetzt einen 105 mm nehme, das wirkt dann halt schon wieder alles sehr, sehr gestaucht. Und 35 mm wird schon leicht anfangen, eierig zu werden, weil ich einfach noch mal näher rangehen muss, um zum Beispiel so ein Oberkörperporträt zu machen. Und die 50 mm ist so genau das, was unser Sehapparat auch gewohnt ist. Und ich finde auch, dass man mit 50 mm, wenn man zum Beispiel ein sehr nahes Porträt machen möchte, was sehr nah auch am Betrachter ist, man kann mit den 50 mm so gerade diese Schwelle von dem Intimsbereich eines jedes Menschen so ganz leicht noch überschreiten, indem man dann quasi genau in diesen Bereich reinkommt, indem man sich persönlich auch nie reingehen würde, weil das macht man einfach nicht, das ist sehr unangenehm für Fotograf und für Modell. Aber mit dem Objektiv komme ich gerade so da rein. Und wenn ich dann nahe Aufnahmen mache, dann kann das unheimlich persönlich auch irgendwie einen Kontakt mit dem Betrachter herstellen. Wir versuchen das einfach mal. Bleib einfach mit dem Blick mal bei mir, mal frontal. Ich mache einfach wirklich einen sehr closen Shot. So, das wäre so da, wo ich wirklich nochmal so ganz nah rankomme. Ne? Und das ist so einfach dieser Intimsbereich, so ganz leicht durchbrochen. So als wenn ich meinem Partner wirklich Auge in Auge stehe. Das ist ein anderes Feeling, was ich irgendwie der Person gegenüber habe, als wenn ich es mit 105 mm entfernt und gestaucht mache. Deswegen benutze ich 50 mm unheimlich gerne. So, wir switchen nochmal. Was können wir noch nehmen? Glasscheiben, wie gesagt, ist auch sowas, was man einfach mal ausprobieren kann. Mal gucken, ob wir da einfach noch so ein paar Reflexe mit reinbekommen. Genau. Mach dir ruhig noch ein bisschen Schatten selber ins Gesicht. Jetzt muss ich mal gerade kurz gucken. Lichtformer. Reflektor. Da haben wir sie. So. Ich habe im Studio auch halt so Standardreflektoren. Ne? Sollte man auch immer im Gepäck haben. Bei diesen Standard würde ich immer empfehlen, kauf lieber nur ein 2 in 1, weil diese 5 in 1, auch wenn es mal erst verlockend ist, ich kriege damit 5 für einen, ne? Diese 5 in 1 haben immer das Problem, dass da so ein Umschlag drumherum ist und der ist labbrig, man kriegt gar kein richtiges Licht mehr reflektiert damit. Die müssen gespannt sein, deswegen lieber ein 2 in 1 kaufen als irgendwie ein 5 in 1. Und die reichen ja schon aus, um irgendwie das Licht, irgendwie, was jetzt am Modell vorbeigeht, wieder rein re zu reflektieren, um einfach nochmal so ein Catchlight auch in den Augen, eine Aufhellung, eine Auffrischung in den Augen zu bekommen. Wir machen das einfach jetzt mal so. Ich guck mal eben. Bleib mal so. Ich mache einmal ohne und einmal mit. Sieht man vielleicht auch den Unterschied bei den Augen. Die werden einfach nochmal so ein bisschen lebendiger, weil einfach ein Catchlight vorhanden ist. Da versuche ich immer darauf zu achten, dass wirklich irgendwie die Augen nicht wirklich untergehen, sondern möglichst viel Funkeln in den Augen irgendwie entsteht, sodass man als Betrachter sofort in den Augen gezogen wird. Das ist aber alles, was im Bild überflüssig ist, was ein Detail ist, was ablenkt vom eigentlichen Blick, wo es hin soll, die versuche ich immer zu vermeiden. Wenn Catchlights vorhanden sind und man hat da viel Information, der Betrachter soll auf den Augen oder auf dem, wo man gerne den Fokus setzen möchte, da soll er hängen bleiben. Und nicht, ich gucke mir das Porträt an und wandere sofort im Bild rum, weil ich irgendwelche störenden Elemente auch noch habe. Ne? Das finde ich mal ganz wichtig. Ich mache mal den nochmal aus. So. Machen wir noch mal so ein paar. Du kannst gerne einfach für dich ein bisschen posen. Gerne auch irgendwie, dass du mal so einen Arm mit hochnimmst, ne? Oder unterm Arm so durchguckst. Die 50 mm haben auch noch einen Vorteil. Kann mehr Dynamik reinbringen. Also steilere Winkel sind damit eher möglich als mit einem 105 mm, wo ich da hinten stehe. Und dann habe ich auch die gleichen Winkel, den ich benutzen kann vom Körper her, aber es sind immer wieder flache Winkel. Und das gibt einfach mehr Dynamik im Bild. Die Sonne ist weg, ein Traum. Schön. Sehr schön. Dadurch, dass ich so dynamisch und fotografiere und viel Winkel suche, ist natürlich auch viel dabei, was am Schluss nicht funktioniert. Ne? Das ist einfach so. Und wenn ich nachher bei einem Shooting 1000 Bilder habe
und davon nachher 200 Bilder sind, wo ich sage, die sind wirklich toll. Ist das Mikrofon noch richtig? Ja. 200 Bilder habe, die wirklich toll sind, dann reicht mir das. Ne? Und wenn davon, von diesem ganzen Pool an Bildern, nachher dann 5 Bilder überbleiben, wo ich sage, die sind richtig gut, ja perfekt, das reicht mir für ein Shooting. Was ich im Studio auch noch ganz gerne benutze, gibt es mittlerweile auch von allen möglichen Herstellern, sind solche großen Reflektoren. Ist natürlich nichts für draußen, weil die sind sehr starr halt. Aber das Schöne ist halt, man kann sie auch halt mobil einsetzen, wenn man hier zum Beispiel bei so Veranstaltungen, ich benutze die ganz gerne, um wirklich nochmal einen Schatten reinzubekommen ins Bild. Ne? Regulär ist es die eine Seite schwarz, die andere Seite silber. Die kann man dann auch noch umschlagen, da sind sie gold und weiß, aber ich sag mal, silber und schwarz ist eigentlich das, was ich ganz gerne da benutze, weil ich auch dann da versuche, noch relativ neutral zu bleiben. Wenn ich einen goldenen Reflektor nehme, dann wird es mir einfach zu warm, dann ist es zu sehr gemischt, dann kann ich am Endeffekt nachher die Bilder schwarz-weiß zwar machen, dann funktionieren sie gut, aber das kriege ich gar nicht mehr so richtig kontrolliert. Deswegen schwarz und silber finde ich super. Man sieht vielleicht auch schon bei den Lichtverhältnissen, dass das so ein kleines bisschen an Umgebungslicht auch noch wegzieht. Wie gesagt, im Studio benutze ich die Dinger viel. Ich habe im Studio auch noch Styropor-Rollwände, die auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite weiß sind. Die kann ich immer passend schieben, kann mir dann ganze große Flächen reflektierend reinbringen oder aber wirklich abschattend reinbringen, ne? Um da irgendwie so ein bisschen mitzuarbeiten. Weil im Endeffekt wichtig ist, dass man irgendwo doch noch einen Schatten im Bild hat und damit auch irgendwie arbeiten kann. Gerade wenn Fotos frontal von mehreren Seiten ausgeleuchtet so gleichmäßig sind, dann kann es auch ganz schnell flach im Bild wirken, weil einfach keine richtigen Schatten mehr vorhanden sind. So. Wir hätten noch eine Frage aus dem Chat, lieber Frank. Ja. Und zwar geht es um den Autofokus. Du hast ja eben auch gesagt, du fokussierst sehr gerne auf die Augen. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, setzt du einen Augenautofokus ein? Oder wie? Ja, im Endeffekt, ich benutze halt die ganze moderne Technik, die mittlerweile gegeben ist. Gesichtsaugenerkennung habe ich mit standardmäßig mit an. Die liegt auch manchmal daneben, aber die Kameras sind mittlerweile so gut, dass ich mir eigentlich fast keinen Kopf mehr mache. Ja. Ne? Und ich benutze Servo-Autofokus. Früher habe ich auch irgendwie Mittelfokus komponiert, umbewegt und dann ausgelöst. Mittlerweile ist das alles vollautomatisch. Das heißt, im Endeffekt, die Kamera macht mir sofort das Kästchen darum. Ich halte den Finger einfach nur halb gedrückt und die fokussiert durchgehend. Und ich kann da wirklich nah rangehen, die zieht sofort hinterher. Die Fokus bleibt immer quasi sofort auf dem Auge. Ich mache mir da keine Gedanken mehr drum. Das ist mittlerweile so treffsicher. Sag mal, ich habe da minimalsten Ausschuss nur bei. Ja. Ne? Manchmal ist natürlich auch ein Stilmittel, möchte man gerne Unschärfen haben. Da kann man immer noch manuell Fokus. Ich habe dann Fokus Peaking an und stelle mir den Fokus an die Stelle hin, wo ich es möchte. Ja. Machen wir noch mal so ein paar. Silber. Ich bin auch sehr, sehr viel mit Offenblenden unterwegs. Ich glaube, ich schiebe mir das Mikrofon immer runter, ne? Muss ich ein bisschen darauf achten. Ich bin sehr, sehr viel mit Offenblende unterwegs. Gerade mit Dauerlicht habe ich halt die Möglichkeit, irgendwie offenblendig zu fotografieren. Das war damals noch mit Blitzen eine wirklich schwierige Kiste, weil ich halt mich an die Blitzenkronzeit immer gebunden war. Man musste eigentlich, weil immer zu viel Licht war, grundsätzlich abblenden. Da war ich Blende 9 bis teilweise 16 irgendwie. Aber wenn man da irgendwie einen offenblendigen Look haben wollte, dann musste man damals mit Graufiltern arbeiten. Das war alles so ein Kompromissbehaftet. Mittlerweile sind ja die ganzen Blitze mit Supersync und so ausgestattet. Dann geht das auch. Aber ich sag mal so, gerade jetzt irgendwie in dem Dauerlichtbereich, ich mag das sehr vom Look her, dieses Offenblendige. Da ist auch nicht jeder für. Manche mögen es lieber so leicht abgeblendet. Ich sag mal, wenn mir der Fokus von Nasenspitze bis zu den Schläfen irgendwie in dem Bereich so scharf ist, dann passt es für mich. Ne? Es kann super gut aussehen, wenn die wirklich extreme Freistellung haben oder wirklich extremen Bereich vorhanden ist, wo die Schärfe ist und der Rest ist unscharf. Ne? Gerade kennt man auch so alte Werke von Mittelformatkameras, ne? Wo die Leute dann auch kleben bleiben irgendwie, weil es einfach irgendwie interessant und toll aussieht. Und deswegen, wenn es zu viel wird, gerade mit der Vollformat, die auch so ein bisschen mehr noch diese Freistellung hat, wenn es zu viel wird, dann blende ich auch ein bisschen ab. Deswegen da auch irgendwie ganz interessant mit einer Crop-Kamera, habe ich einen größeren Schärfentiefebereich. Ne? Dann ist das quasi noch mal ein bisschen harmonischer. Ich brauche da gar nicht so, ich komme gar nicht auf die Gedanken, da weiter abzublenden, um irgendwie diesen Schärfentiefenbereich zu vergrößern.
sondern habe den da einfach und kann auch das Licht zum Beispiel von einer 1/4er Blende benutzen. Hier müsste ich dann quasi auf eine 2/0er, 2/8er Blende abblenden. Da klaue ich mir im Endeffekt auch wieder Licht. Ne? Deswegen, wie gesagt, ich mag den Look und 1/4, wenn es genau passt irgendwie, dann ist noch, ne, dann sieht es gut aus. Man muss halt auch mal so ein bisschen gucken, irgendwie, dass der Fokus wirklich auch an der richtigen Stelle sitzt. So, machen wir noch ein paar. Ich versuche mal noch so ein bisschen Wind reinzubringen. Warte mal. Dafür ist ein Reflektor halt auch gut, dass man einfach mal so einen kleinen Luftzug reinbringt. Macht auch gerne Make-up-Artist, wenn er am Set ist. Ich habe auch noch so einen Akku-Laubbläser, der auch mal noch mal ganz gut ist, um so ein bisschen Wind reinzubringen. Ja. Vielleicht hier auch noch an dieser Stelle so ein bisschen noch das Bewusstsein dafür zu machen, zu öffnen, dass, dass alles Licht, was reflektiert, genutzt werden kann. Und zwar auch, wenn man zum Beispiel wirklich so ein ganz einfaches Mittel haben möchte. Ich nehme oranges Papier und das Licht, was davon reflektiert wird, ist halt orange. Ne? Wie man das so schön sehen kann. Warum nicht das nutzen, anstatt sich überhaupt den Gedanken erstmal, brauchst du nicht feststellen, um sich überhaupt erstmal den Gedanken da zu verschwenden, ich brauche eine Lampe, ich brauche irgendwie passende Farbfilterfolien, um einen Look passend zu kriegen. Die Papiere kriegt man im Bastelshop für 1 Euro irgendwas, ne? Und dann kann man auch mitarbeiten. Unter anderem kann man damit auch schöne Produkte auch mal fotografieren, ne? Auf einem schönen Hintergrund. Und ich benutze das immer wieder mal gerne, indem ich auch auf die Styroporwände, die ich im Studio habe, einfach mit Klebeband so ein Stück Papier hinhänge und einfach dieses Licht warm mit rein reflektieren lasse. Ne? So. Sind dazu noch Fragen an dieser Stelle? Irgendwelche Fragen? Nein? Gut, dann würde ich jetzt einfach nochmal das Setup so ein kleines bisschen ändern. Aktuell haben wir aus dem Publikum noch, wie hältst du das? Also es ist ja immer ein bisschen so ein organisatorischer Akt natürlich, ja, dann die ganzen Sachen hier zu halten, die Pappe und so weiter. Hast du da noch Tipps, wie man das am besten hinbekommt? Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, auch wirklich statisch Sachen hinzustellen. Mhm. Ne? Sieht man hier vielleicht auch an dieser Halterung oben, das ist quasi ja, so ein Winkelstück. Ich kann diesen Reflektor, sag ich mal, diese andere Seite, die kann ich natürlich auch wunderbar nutzen. Ich zeige das jetzt einfach mal kurz. Ja. So. Ah, ich glaube, da wird eher das Problem, dass ich es nicht so weit runterkriege, aber wir versuchen es einfach mal. Ah, ein bisschen kriegen wir noch hin. So. Ist zwar jetzt nicht so genau waagerecht, aber das ist zum Beispiel auch etwas, was ich im Studio halt auch ganz gerne benutze. Es gibt verschiedenste Halterungen für Lichtformer, dass man nicht alles in der Hand halten muss. Ich mag das natürlich sehr, in Dynamik zu arbeiten, mit Lichtformer noch deck zu arbeiten, weil ich sehe halt, okay, Moment, das muss ein Stückchen tiefer, das kann ich mal eben machen. Wenn es statisch ist, muss ich wieder alles wirklich händisch verändern. Deswegen habe ich zum Beispiel auch in meinem Studio alles nur Rollstative. Einfach um beim Fotografieren zu gucken, okay, so ist vielleicht auch ganz cool. Machen wir das mal so. Oh. Ich glaube, ich bin zu viel im Kreis gelaufen. Machen wir es mal so. Und nehmen wir nochmal den, weil im Endeffekt kleines Gepäck, möglichst minimalistisch. Das ist ein Durchlichtschirm, Durchlichtreflektor. Den kann ich auch nutzen anstatt einer Softbox. Und schaut aber ein weiches Licht. Schön. Das kann genauso gut funktionieren, ne? Und es gibt noch eine Frage aus dem Live-Chat. Ja, gerne. Und zwar, könntest du ja auch eine Sigma FP-Kamera benutzen. Warum nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Die Sigma FP, ich finde das eine super Kamera. Mhm. Die hat, glaube ich, den Fokus sehr auf Videografie gelegt. Weil die halt, man kann modular alle möglichen Sachen dran bauen. Die hat an jeder Seite hat die quasi Schraubverschlüsse. Die ist sehr kompakt, ne? Die ist super gut, um sie um so Gimbals reinzupacken oder so in so Rigs halt reinzupacken. Für Videografen, glaube ich, Traum.
Der Sensor ist eine Vollformatkamera. Der Sensor ist top. Mir fehlt oftmals der Tick an Geschwindigkeit im Autofokus. Also im Gesichtserkennung. Weil ich sehr halt mich darauf versteift habe, Gesicht- und Augenerkennung zu benutzen. Da fehlt mir halt noch so ein Tick. Ich muss damit ruhiger arbeiten. Ich arbeite auch immer wieder mal bei Shootings damit. Aber wenn es Shootings sind, die eine Ruhe ausstrahlen sollen, die keine steilen Winkel mal eben haben sollen, da benutze ich ganz gerne, funktioniert ja auch gut. Ist eine super Kamera, aber wie gesagt, Sony ist halt aktuell für mich immer noch, was Augenautofokus angeht, das die Kamera, die ich gerne benutze. Ich weiß, andere Kameras, die sind auch nicht wirklich viel schlechter, aber ich habe mich halt irgendwann mal auf Sony eingeschossen, auch zu einem Zeitpunkt, wo sie noch irgendwie, was Gesichts-Augenerkennung angeht, so ein bisschen Vorreiter waren. Mittlerweile haben die sich alle sehr, sehr angegrenzt. Wie gesagt, Sony ist da noch mein Favorite. Alles klar, danke. So. Eine Frage. Ja. Du hast deine Kameraeinstellung, Blende, gesagt, dass du die Blende vorgegeben hast am Anfang? Genau, als Stilmittel habe ich die Blende vorgegeben. Welche Blende hast du jetzt ausgewählt für diese? Aktuell eine 1,4. 1,4? Ja. Die ganze Zeit schon, ja. Machst du das auch im Studio, wenn du diese Lichtverhältnisse? Im Studio mache ich es auch. Generell könnte man sagen, es ist hier sehr, sehr hell. Warum? Ich blende einfach so ein bisschen ab. Ich mache mir auch keine Sorgen mehr darum, dass es eine 1,4er Blende ist, weil aktuell die Objektive so gut auf Offenblende sind, dass die bei ein paar Stufen abgeblendet nicht wirklich viel mehr Leistung bringen. Ne? Das zeigt mir so die ganzen letzten Jahre auch. Gerade Objektive, die speziell für Spiegellos-Kameras konzipiert sind, wo viel auch über die Kamera noch korrigiert wird, ne? Die sind so hochwertig, deswegen ich mache mir keine Gedanken mehr darum, Offenblende kein Problem. Früher, ich sag mal so vor 10 Jahren noch, wenn man da, hatte ich damals noch mit Canon fotografiert, wenn man da ein 50-1,4 genommen hat, die waren sehr, sehr, sehr weich bei Offenblende. Man musste immer abblenden, im Endeffekt. Mittlerweile sind die ja so hochwertig, die Objektive, kann man immer auf Offenblende benutzen. Ich benutze, mache das sehr gerne als Stilmittel. Ich blende auch manchmal ein bisschen ab, deswegen finde ich auch hier bei den Linsen ganz schön von der Art-Serie, dass man auch wirklich mal auf einen 2,8er mal eben kurz rüber swipen kann, ein paar Aufnahmen machen, wieder zurückblenden kann, ohne das über die Kameras Menü zu machen. Eine kurze Mitteilung zur Zeit. Wir haben noch ungefähr 15 Minuten, bis wir eine kurze Pause machen. Das heißt, wenn noch Fragen sind, jederzeit bitte gerne stellen. Ja. Und dann machen wir in 15 Minuten eine kurze Pause. Aber die haben wir auf jeden Fall noch. Ja, gerne. Genau, da kommt direkt. Was nimmst du als Reflektor, wenn du auch draußen bist? Ne? Das ist jetzt, wenn du ein bisschen unterwegs bist, mehrere Leute hast, die du fotografieren willst? Ich muss dabei sagen, also die Frage war, ob ich Outdoor auch Reflektoren benutze. Ich sehe Outdoor immer so ein bisschen als Wildlife an. Ne? Ich habe in Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht mit größeren Shootings, Outdoor zu planen. Da kamen grundsätzlich immer irgendwelche Unwetter dazwischen. Oder es gab auch mal vor einigen Jahren, wo hier in Düsseldorf auch viele Bäume dann brach lagen, wo wirklich Unwetter war. Da waren auch alle Wälder nicht mehr betretbar für ein halbes Jahr. Und ich hatte ein Modeshooting im Wald mit großem Team geplant. Das war dann einfach auch nicht mehr möglich. Deswegen... ich bin selten Outdoor, ich fotografiere halt viele Hochzeiten auch. Da ist eine andere Geschichte, aber ich benutze da keine Reflektoren. Outdoor würde ich sagen, wenn Reflektor, dann wirklich gucken, wie ich vorhin sagte, einen 2-in-1 zu nehmen, weil da hat man auch wirklich die Möglichkeit, noch einen Lichtfleck mit irgendwo rüber zu schicken. Ich hatte das von ganz früher mal in Volkshochschulkursen, die ich damals gegeben hatte, auch gehabt, dass ich versucht habe, mit meinem 5-in-1 Reflektor, der so wabbelig war, auf 6 Meter irgendwie die Sonne zu reflektieren, da kam gar nichts mehr an. Und der Kollege hatte halt so einen Gespannten, der hat mal eben kurz einen Lichtfleck gesetzt. Und da wusste ich, okay, das war das falsche, günstige Produkt, was ich damals gekauft habe. Ich musste das auch lernen, dass viele Sachen einfach nicht funktionieren. Ich habe auch wirklich allen möglichen Kram gekauft und musste es einfach ausprobieren und habe halt viel auch gesagt, würde ich jetzt heute nicht mehr kaufen. Deswegen gebe ich das auch in Workshops immer ganz gerne weiter, damit die Leute auch nicht unbedingt den Weg gehen, den ich da gegangen bin. Aber ist halt trotz alledem bleibt halt so ein Lernfaktor dabei über. Ja gut. Vielleicht auch noch für diesen minimalistischen Ansatz. Nicht jeder hat einen Make-up-Artist mit beim Shooting dabei. Ich bin schon lange in der Szene unterwegs. Ich habe mich halt auf Studiofotografie sehr beschränkt. Das heißt, ich habe ein Netzwerk an Leuten, mit denen ich gerne arbeite. Und die haben halt auch Ausstattung. Ich brauche mir darum keine Gedanken zu machen. Aber man kann irgendwie als
Fotograf, der vielleicht sich an die Sache ein bisschen rantastet, auch ein paar Produkte selber kaufen und ausprobieren. Das hier wäre zum Beispiel Produkte, mit denen man so einen kleinen Wet-Look machen kann. Also wenn man jetzt ein Modell hat, sagen wir mal, egal ob Mann oder Frau, vielleicht einen sehr natürlichen Look, vielleicht sogar ein paar Sommersprossen, das wäre schön. Da reicht es, wenn man so ein bisschen Glanz reinbringt. Ne? In die Haut irgendwie, so ein bisschen, als wenn die Person gerade Sport gemacht hat. So, die Haut hat so einen ganz leichten Schein. Ne? Das kann man mit solchen Produkten ganz, ganz gut machen. Das wäre Vaseline, ne? Kriegt man bei DM-Markt. Klingt erstmal ein bisschen seltsam, aber das wird gerade Make-up-Artists, die kennen das alle und benutzen das auch viel. Das gibt einen unheimlich starken Glanz. Einfach das Modell ein bisschen nehmen, wie eine Creme verreiben und alles, was glänzen soll. Also ganze Schlüsselbeine, Schultern und so ein Kram. Gerne auch Gesicht. Muss man halt immer nur ein bisschen aufpassen, wenn dann Make-up mit ins Spiel ist. Das beißt sich ein bisschen, weil man es dann verschmieren könnte. Aber wenn man jetzt ein Modell hat, was einen sehr natürlichen Look hat, was kein Make-up braucht, ist das wunderbar. Habe ich schon ganz tolle Sachen mitgemacht. Wirklich irgendwie dünn überall ein bisschen auftragen, auf den Ohren und so. Das sieht richtig toll aus. Man kann natürlich noch andere Produkte nehmen, muss jetzt nicht eine Vaseline nehmen. Die hält sehr lange, die zieht nicht so schnell weg. Es gibt halt auch solche Feuchtigkeitscremes in diversen Variationen. Die kann man natürlich auch benutzen. Die ziehen dann irgendwie nach 5-6 Minuten, sind die dann weggezogen. Aber die machen erstmal einen Glanz und die kann man auch dafür ganz gut benutzen. Und dann zum Beispiel in der Kombination, ich habe hier auch im Studio immer solche Salzsprays, das ist im Endeffekt so ein Wasserspray mit ein bisschen Salz. Wenn man das ins Haar sprüht, gibt das so einen Beach-Look, als wenn das Modell gerade aus dem Meer gekommen sind. Die Haare sind so nass, aber so strohig, so ein bisschen zerzaust. Gibt auch einen wunderbaren Look, auch gerade irgendwie in Kombination mit so einem Wet-Look im Gesicht. Ne? Da vielleicht nächstes Mal beim DM-Marktbesuch dann vielleicht einfach mal doch ein paar Sachen mehr mitnehmen. Ne? Kann nicht schaden, einfach mal ausprobieren. Und das finde ich auch wichtig, dass so ist einfach mal machen, neue Sachen einfach mal ausprobieren, nicht drüber nachdenken großartig oder lange planen, sondern wirklich einfach mal hingehen und umsetzen, weil es ist A und O. Nicht nur die Fotografie im Kopf erleben, sondern auch wirklich live auch wirklich mal umsetzen. Jo, das vielleicht so auch zu dem Part. Wir werden gleich in einem zweiten Part, wo es dann hauptsächlich um Schwarz-Weiß-Fotografie geht, werden wir da auch noch so ein bisschen Wet-Look versuchen reinzubringen und gucken wir einfach mal, wie das mit Helena wie das da aussieht. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also wenn noch Fragen sind, könnt ihr jetzt gerne noch stellen. Ansonsten wäre ich mit dem ersten Part, glaube ich, erstmal durch. Ich arbeite nur mit Capture One hauptsächlich als RAW-Entwickler. Das ist auch so, dass ich grundsätzlich, egal ob das Farbe oder Schwarz-Weiß ist, die Bilder entstehen komplett erstmal vom Look her in Capture One, im RAW-Entwickler. Gerade aber auch Schwarz-Weiß, wo ich gleich noch drauf eingehe, man kann so viel mehr Nuancen rausholen aus dem Hautbild. Das ist nachher, wenn man in Photoshop arbeitet oder als mit einem JPEG arbeitet, ist es schwierig möglich, genau den gleichen Effekt zu erzielen. Deswegen mein Ansatz erst die RAW-Entwicklung mit Capture One und danach die ausgewählten Fotos dann in größerer Detailarbeit, auch Hautretusche in Photoshop. Eine Frage? Hat sich erledigt. Schwarz-Weiß kommt gleich. Genau. Okay. Noch weitere Fragen? Noch irgendjemand? Nein? Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt an der Stelle einen Cut. Genau, dann machen wir eine kurze Pause. Und um 14.15 Uhr geht es dann weiter mit Schwarz-Weiß. Und da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich glaube, wir haben jetzt heute viel schon mal mitnehmen können. Erstmal im ersten Slot. Auch, dass es eigentlich gar nicht so viele Mittel braucht, um wirklich kreativ sein zu können. Und ich glaube, man hat auch wirklich Lust aufs Ausprobieren zu kommen. Okay. Deswegen hoffe ich nicht bis gleich. Der Livestream wird automatisch weitergeleitet. Genau, das muss man auch sagen. Okay. So, sollen wir die Mikros dann ausmachen? Ja.